So, Part 4 geht weiter jetzt. Part 3 haben wir angefangen, das große Ding im Raketensilo zu bekämpfen. Dafür brauchen wir scheinbar noch Strom und Oxygen und Fuel. Oxygen und Fuel habe ich letztes Mal scheinbar nicht richtig gelöst, das Rätsel, beziehungsweise ich habe mich erstmal jetzt zum Generator aufgemacht und versuche jetzt gleich mal den Generator in Gang zu kriegen. Richtig gezählt habe, sind wir jetzt fünfmal gestorben. Das letzte Mal hier unten schon in dem Rätsel. Ah, das ist hart. Das Ding war ja eh im Arsch. Ah, gehen wir direkt die Leiter. Ach, ich verballe auch normale Munition. Beziehungsweise normale Magazine mit dem, oder was? Ich habe plötzlich so wenig Munition. Nehmen wir mal die Shotgun. I certainly hope you know what you're doing. I'm going to stay here and wait for my colleagues. Dito. Also, nicht Dito, aber ja. Also das Ding dreht wie blöd im Kreis, egal was man macht, und das Ding hat mich letztes Mal gekillt. Aber ja. Wollen wir mal schauen. Da war noch ein kleiner Freund drin. Ah, tot, okay, wunderbar. Langsam wird die Munition hier aus. Das gefällt mir gar nicht. Okay, das Ding sollte mich nicht erwischen. Lass uns halt von dem Ding nicht erwischen, ne? So. Ah. Guten Tag, Mr. Smithers. This is my hiding spot, and I'm not moving until the situation is drastically improved. Now go away and don't tell anyone I'm here. Ja, ist bestimmt ein sicherer Spot, wenn der Generator läuft. Ich habe jetzt beide Seiten gedrückt. Sollte jetzt irgend... Autsch, was passieren? Ah. Gut, wie komme ich jetzt wieder runter? Also, den Weg wollte ich nicht wählen. Das dürfte Tod Nummer 6 gewesen sein. Aber mit jedem Tod lernen wir hoffentlich etwas dazu. Ja, ein paar HP verloren, weil ich nicht aufgepasst habe, aber halb so wild. Ah, da müssen wir lang. Ah, komm nochmal vorbei. So. Der Generator läuft schon mal wieder. Das ist doch schon mal was. Oh, cool. Excellent. Das kannte ich noch gar nicht. Restored all power. We'll have the engine up again in no time. Das ist gut. Einmal zum Fall. Und dann hoffe ich mal, dass wir gleich bei den anderen Teilen bei Oxygen und Fuel mehr Erfolg haben als die letzte Mal. Jetzt ja. Doch, hilft nichts, damit wir durch. Boah, was macht das für Schaden? Musst du ja noch nicht durch? Na, ah, jetzt sind wir da durch. Ist auch egal. Hilft alle nichts. Macht aber massiv Schaden. Ich hatte gerade noch 100 HP. Da war wiederum nix, ne? Dass du nix rumhinspringen kann, ne? Gut.
Feigling bin, werde ich aber hier nochmal speichern. Du. Ich habe gerade gemerkt, ich muss ja noch in die andere Stelle. Das dürfte der siebte Tod gewesen sein. Ah! Granatenwerfen ist auch eine Kunst. Ja. Oh. Granate hat wieder nicht ordentlich getroffen, oder? Nee, da müssen wir lang. Lass mich in Ruhe. Gordon Freeman auf Abwägen. Was funktioniert wieder nicht? Also war meine Theorie nicht korrekt. Ja, müssen wir trotzdem hier nochmal runter wahrscheinlich und mal gucken, ob wir da irgendwie noch irgendwo hinkommen. Ob wir irgendwas übersehen haben. Oh, good measurement. Jetzt kriege ich dich auch noch. So. Ja, komm, ich will hier hoch. Hier geht's echt nicht weiter. Irgendwas habe ich doch übersehen. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass das alles gewesen ist. Da kommt man auch nicht weiter. Hier gibt es ein paar Granaten und dann ist da vorne der lustige Ventilator. Oder muss ich vielleicht selber da hoch? Aha! So, 16 HP, langsam wird es gefährlich. Ja, das war ein bisschen untertrieben. Langsam wird es sehr gefährlich. Kann man hier hoch irgendwie? Offensichtlich nicht. Da ist auch nichts. Wieso haben die sämtliche Lüftungsschächte irgendwie oder sind Lüftungsschächte verbarrikadiert? Macht logisch gesehen wenig. Ach, das sind wahrscheinlich auch gar keine Lüftungsschächte, aber das Verbarrikadieren von irgendwelchen Wartungsgängen ist auch irgendwie semi-sinnvoll, würde ich jetzt mal als Laie behaupten. Aber gut. Wow, ich höre Zombies und ich habe. Keine Munition mehr. Aber hier sind wir auf jeden Fall schon mal richtig, wie wir sehen. Hier kann man nämlich gemütlich die Sachen einschalten. Das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Meine HP macht mir noch etwas Sorgen, aber wahrscheinlich konnte man da vorne auch irgendwie anders drüber, über die Pfütze. Ich meine, ne? Ich glaube kaum, dass das richtig war, jetzt im 16er Bero zu gimpen, aber ja, verzieh dich. Mister. Ah, du bleibst hier. Ja, jetzt müssen wir alles haben, was wir für den Abschluss brauchen. Ich sag dem lustigen Viech nochmal schön goodbye. Nochmal eben for good measurement. Eine weitere Granate rein. Und jetzt Sayonara. Ah, Feuer.
Also es ist heiß, wie das Interface mit zu verstehen gibt, aber ich kriege zumindest keinen Schaden. Das ist doch schon mal viel wert. So, hat jemand Appetit? Wir haben ein riesengroßes außerirdischen Hydra-Steak. Es ist angerichtet. Ich hoffe, ihr mögt es gut durch. Au! Mein Kumpane hier hat das nicht überlebt. Ich will mal hoffen, dass wir den nicht noch irgendwie brauchten, aber da die NPCs das nicht sonderlich mit Leitern haben, glaube ich nicht, dass er noch von größerem Nutzen für uns war. Ich möchte hier nicht fallen, ich habe hier nicht Leben. So ein Health Kit wäre noch ganz nett gewesen. Achtung! Okay, oh, ein Revolver. Nice. War schön, dass hier alles verstrahlt ist, aber wir trotzdem keinen Schaden kriegen. Letzten Reste dieses lustigen Viechers. Dann mal eben Luft holen und weiter geht's. So. Ja. Kann man andere Seite auch hoch? Ist da noch irgendwie was Tolles? Oh nein, man kann nicht hoch. Oh oh. Na gut, keinen Schaden gekriegt. Sehr schön. Ah, Pelz, ATV-Suit, aufladen, sehr geil. Ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt meine Tode richtig mitzähle. Kann ja bestimmt irgendein Kommentator mich korrigieren. Ups, falsche Seite. Und dann jetzt wahrscheinlich über die Rohre weiter. Ah, hätte man bestimmt auch rüberspringen können, aber... Autsch. Da muss man eh rüberspringen, ja, witzig. Witzig. Das dürfte Tod Nummer 8 gewesen sein. Das häuft sich gerade etwas mit den Toten, ne? Das war aber auch knapp an Tod Nummer 9 vorbei. Oh. Ich hätte auf dem Tisch landen sollen und hätte dann Leben gekriegt, wa? Der ist nämlich jetzt von sehr wenig Fallhöhe auch kaputt gegangen. Ah, cool, Minen. Mal gucken, ob hier noch irgendwo vielleicht mehr Health drin ist. So. Ja, Minen sind noch mehr drin. Noch mehr Minen. Noch mehr Minen. Ein Medikill hätte ich jetzt mehr, besser gefunden, aber na gut. Dann halt erstmal nur Minen. Ich glaube, beim letzten Mal, wo ich das ein bisschen gespielt habe, habe ich kaum Leute mit Minen gekillt. So, ach, jetzt sind wir da, wo Stranger das letzte Mal war. Ja, ich erwähne dich schon wieder. Dann speichern wir sicherheitshalber mal. Und wie wir schon gesehen haben und uns auch denken können, so ein Riesenviech kriegen wir nicht so einfach tot. Also ignorieren wir das erstmal ganz gemütlich. Hopp, dem hätten wir noch ausweichen können. Ja, das ist ja nochmal über runtertreiben muss, ne? Etwas. Hey, den hab ich doch. Wollt ihr auch mal sterben? Ach, jetzt sind sie tot.
Ja, ich renne noch mal da rein. Bombs. Ich mag den Revolver. Ich habe, glaube ich, gerade gesehen, warum. Ja, ich brauche ich nicht. Kann ich nicht mit dem gerade. Ah, ist ja gut. Hey, das eine Held will ich auch noch haben. Haben sich selbst gesprengt, sehr schön. Ich hab den erstbesten Gang genommen und jetzt hat mir keiner erzählt, warum ich überhaupt hier bin. Aber hey. Ich hab hier doch gerade irgendeinen Soldaten oder sowas gehört. Ja, da will ich jetzt nicht reinfallen. Ah. Naja gut, dass Wissenschaftler gefressen werden von den Viechern, haben wir schon gesehen. Dass sie gegen Aliens kämpfen, haben wir schon gesehen. Ist aber ganz schön effektiv, das Ding, ne? Mal eben in die Schulter schießen, schon ist der Soldat kaputt. Na gut. Das ist relativ linear, ich meine jetzt. Anhand des Schildes wissen wir schon, weswegen wir hier sind. Wir wollen den Strom wieder einschalten. Mal wieder. Aber... ich bin vorhin einfach den einen der beiden Wege, die man gehen konnte, lang gelaufen. Ah, an dieser Stelle kann ich mich sogar noch grob erinnern. Das habe ich schon mal gespielt. Ich kam da oben nicht irgendwo einer noch raus. Ich kann mich daran erinnern, dass sie mir immer Probleme gemacht hatte. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Ich bin nämlich ein Irrer. Irrer. Sorry für den Flachwitz. Ah! Okay. Ups, sollten wir erst nachhaben. Hallo, können hier eure ganzen Kollegen auch mit einem Schuss sterben? Oh fuck. Guck, da bin ich schon durcheinander. Der wievielte war das jetzt? Ach, da hinten rannte einer. Ich könnte natürlich noch was probieren. Ah, erst müssen wir uns um dich kümmern. Ah, wo ist dein Kopf? Legt uns hier eine Granate hin. Oh, gibt's halt keine Beerdigung für dich. Oh, können wir nicht. Kommen wir da irgendwie oben dran? Naja, scheinbar nicht. Schade. Na gut, dann lassen wir das erstmal sein. Wäre schön, wenn wir jetzt oben in die Tür eben so ein Ding hätten reinlegen können. Ich habe das Gefühl, dass sie plötzlich mal eben doppelt so viel aushalten wie gerade. Aber na gut. Ja, ja, ist ja gut. Wow. Nicht so auf durch Granaten sterben. Ja. Erstmal eben hier die Gegner töten, bevor wir uns um irgendwelche Missionsziele kümmern. Machen die uns gleich noch Probleme. Oh. Und das neben Explosionsdingern so ein Feuer, das ist natürlich.
haben wir schon wieder volle Munition. Oh, die sammeln wir ja schnell wieder zusammen. Ich bin hier gerade noch beschwert, dass ich so wenig Munition hätte. Na, wir gucken mal, was hier noch so drin ist. Nichts, was wir brauchen können, offensichtlich. Oh, nee. Das machen wir auch noch. Das ist kein Frauschiff. Ach, dann machen wir die auch eben kaputt. Das kann man auch noch eben nachladen. Wir kriegen die eine Headcap nicht tot. Mach ich das halt. Ich bin mir relativ sicher, dass der erste Schuss auf den Kopf ging und der zweite daneben, aber... Der Typ ist tot, mehr wollte ich nicht. So. Jetzt können wir uns erstmal hier umgucken. Au. So war das nicht geplant. Ah, da vorne waren noch Medikits. Nehmen wir nochmal eben einen mit. Und Muni hat mal voll. Ich hätte mich da natürlich auch gerade mal eben draufstellen können. Aber es ist vielleicht noch gar nicht so schlecht, dass ich das nicht getan habe. Jetzt konnte ich gemütlich die Tripwires auslösen. Oder Slams oder was auch immer. Wo steht eigentlich Slam? Ich habe mich das bislang nicht sonderlich gedacht. Nummer 9, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich bin aber auch pfiffig, du. Heieiei. Ja, gut. So. Ich möchte jetzt nicht Gassi gehen mit dir. Es tut mir leid. Und tut's mir nicht, aber... Ja, bleib mal stehen, während ich auf dich schieße. Außerirdische Hunde scheinen auch an Sekundenschlaf zu leiden. Ja, das ist... ein weit verbreitetes Phänomen. Bestimmt. Interessante Treppe. Watch your step. Gehst jetzt weiter runter. Ah, richtig. Ich erinnere mich grob. Außerdem hat es lustige kleine Würmerchen. Kriegt man die irgendwie effektiver tot? Egal. Wir müssen den Generator hier befreien, dass er sich wieder bewegen kann. Genau so. Da hat der René nämlich gestern den Stranger gefragt, wie das funktioniert. Er scheint das gerade auch zu spielen. Irgendwie grausam, dass ich manche Leute mit Nickname und manche mit Realname anspreche. Aber na gut. Ich habe das Gefühl, dass das nicht sonderlich gesund wäre, da durchzulaufen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich da trotzdem durch muss. Also speichern wir mal kurz. Nee, es ist gesund. Na gut. Volle Leistung, wunderbar. Schnell durch. Jetzt kann man bestimmt wieder hier hochschweben, ne? Oh. Dass ich da so ein Talent für habe. Ich nehme die Leiter, Treppe. Ist dann doch ein klein wenig sicherer für so Profis wie mich. So. Ich habe das Gefühl, dass wir oben Besuch gekriegt haben. Ich weiß nicht, was oben auf uns wartet, also bin ich mal so feige und speichere einfach noch ein weiteres Mal.
Oh, warte mal, wir haben jetzt ja mittlerweile auch Munition für Rechtsklick für den Granatenwerfer. Ah, habe ich dich erwischt? Ja. Das Helzpack hier noch, wunderbar. Eigentlich gerade noch ein weiterer Typ, der Granaten geschmissen hat. Jan, kann uns dann heilen. So. Und dann haben wir den Generator-Part auch schon wieder fertig. Ja, jetzt haben wir Full Health. Nachladen, bevor wir um die Ecke rennen hier. Auch so eine Mine, die wir bislang immer noch nicht benutzt haben. Ah, immerhin habe ich es einmal versucht, aber. Den Sprung würde man aber schaffen. Ah, sehr schön. Mehr Munition. Never gonna make it. You better go on without me. Ja, nee, wahrscheinlich muss ich erstmal die Bahn da vorstellen. Ich bei Phil schon gesehen habe, da steht ein Zug. Den kann ich da draufstellen und kann ich das drehen. Sehr gut. Die Frage ist ein bisschen, wie ich das große Viech ablenken kann. Oder ob man es töten kann. Ah, hier geht's doch gar nicht weiter, wa? Sieht aber so aus, als wäre da was. Ah, wahrscheinlich bin ich der andere Seite oben lang hier hingekommen. So. Mal gucken, kann man dem einfach. Ah! Manpower ist immer noch nicht an. Aber ich habe doch den Generator eingeschaltet. Habe ich was verpasst? Autsch. Track Power, okay. Warum ist sie denn noch off? Habe ich doch noch irgendeinen Schalter übersehen? Track Control, Power Generator. Das finde ich jetzt aber merkwürdig. Ich dachte, ich hätte das alles eingeschaltet. Hier ist auch nichts. Ja. Leitern, Feind Nummer 1. Muss man mal kurz eben eine Runde Backtracking machen. Mal eben kurz gucken, was ich denn hier potenziell vergessen haben könnte. Gegner erwarte ich jetzt gerade keine. Hier ist so der Weg. Dann gucken wir uns an. So, wie habe ich das jetzt geschafft? Also nochmal zum Power Generator. Eieiei.
Ich bin relativ sicher, dass er eingeschaltet ist. So, feuchtes Ding ist aber benutzt, so speichere ich nochmal, weil offensichtlich bin ich nicht in der Lage, einen einfachen Aufzug sicher zu betätigen, zu benutzen. Naja. Gucken, was es hier noch so gibt. Hier ist nirgends was. Hier ist auch nichts. Alles klar, also runter. Hier ist nichts mehr zu drücken gewesen. Gut. Checkpoint ist nach wie vor offline. Dann beende ich mal den Part, die halbe Stunde ist schon wieder rum. Und werde, glaube ich, mal ausnahmsweise nachgucken, wie ich die Checkpower denn eingeschaltet bekomme. Bis zum nächsten Mal.